Bei Kaiserwetter sind wir heute in Obertauern unterwegs. Hier im Pongau mitten im Salzburger Land warten 100 abwechslungsreiche Pistenkilometer. Der beste Weg, ums Skigebiet zu erkunden, ist die Tauernrunde. Hier gibt es zwei verschiedene Varianten davon. Wir nehmen euch heute mit auf die rote Tauernrunde und zeigen euch einige Highlights im Skigebiet. Wir sind jetzt direkt an der Bergstation der Grünwaldkopfbahn. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Seekereck und dann mit der Panoramabahn hoch. Die Tauernrunde ist bestens ausgeschildert. Man muss einfach nur den roten und grünen Tafeln folgen. Die roten Tafeln stehen für die Fahrt im Uhrzeigersinn und die grünen für gegen den Uhrzeigersinn. Allen, die hier schon Lust auf eine kleine Einkehr haben, können wir das Mountain High Life Treff 2000 empfehlen. Es befindet sich unmittelbar neben der Bergstation der Grünwaldkopfbahn. Der Schnee wirklich zu Hause, denn Obertauern ist der schneereichste Wintersportort in ganz Österreich. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Ja, im Tal liegen aktuell 185 cm Schnee, am Berg sind es sogar 235 cm und wir messen jetzt mal nach. Insgesamt 26 Liftanlagen bietet das Skigebiet Obertauern. Eine der modernsten ist dabei die Panoramasesselbahn. Sie bietet Platz für 8 Personen und bringt dich in nur 3 Minuten zur Bergstation, wo ein wunderbares Panorama wartet. Die Seilbahnen und Pisten sind hier so angeordnet, dass man ganz einfach von einem Lift zum nächsten kommt, ohne dass man dabei einen Lift oder eine Piste zweimal fahren muss. Das Praktische an der Tauernrunde ist, dass man am Ende wieder zu seiner Einstiegsstelle kommt. Die Aussichtsplattform am Hundskogel liegt zwar nicht direkt auf unserer roten Tauernrunde, aber für diesen wunderschönen Ausblick lohnt sich der kleine Umweg auf jeden Fall. Einkehrschwung. Nach unserer Pause in der Edelweißhütte ging es für uns noch weiter zu zwei coolen Fotopoints an der Scheidbergbahn. Diese liegen zwar nicht direkt auf der Tauernrunde, ein Abstecher dorthin lohnt sich aber dennoch für tolle Erinnerungsfotos.
Auch für die Kids und Teens hat Obertauern einiges zu bieten. Während es für die etwas Älteren auf der MyTrack-Runde in die Funslope und die Speedmash-Strecke geht, wartet auf die kleinen Skigäste die Bobby-Runde und zwar mit ihren lustigen Pisten. Auch wir machen jetzt einen kleinen Abstecher in die Geisterbahn. Obertauern benötigt man übrigens nicht zwingend ein Auto, um auf die Piste zu kommen, denn so gut wie alle Unterkünfte bieten hier eine einmalige Ski-In-Ski-Out-Garantie. Das ist echt super praktisch, denn im Endeffekt kommt man direkt vom Bett auf die Piste oder auch umgekehrt, wenn es sein muss. Ja, unser Skitag geht jetzt leider zu Ende. Wir von Skigebiete Test können euch die Tauernrunde wirklich nur empfehlen und wir fahren jetzt direkt von hier ins Hotel.